Junge, jetzt kriege ich jetzt langsam hier. Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam! Also der Erkenntnis hat, wurde jetzt dahingehend gekommen, wir haben ja hier neu. Ah, ich greife mal rein, das ja, ist also die. Wir können festhalten, von unten kommst du da auch nicht dran. Dass die hier so von der Seite verschraubt ist. Was ist das für ein Trichter hier? Ah, die müssen wir eh austauschen, wie soll das gehen? Was ist das für ein Trichter da, dieses Kunststoffding hier? Was? Das ist, hä? Ablauf? Keine Ahnung. Schwarz. Ich fahr mal einmal hoch. Du müsste von hinten verschraubt sein. Die Schrauben habe ich schon gefühlt. Sechskant. Wow, keine Torx. Nein, kein Torx. Die du dann runddrehst. Aber ich befürchte, dass wir weder von unten noch von oben dran kommen, sondern nur so ums Eck irgendwie. Toll. Wahrscheinlich werden wir zu der Erkenntnis kommen, es ist sinniger, den Motor auszubauen für sowas. Ja, schneller. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber ich kann mal zumindest eruieren, was da für ein Kunststoffpömpel ist, der da sitzt. Ah! Hast du sowas schon mal gesehen? Hä? Hier kannst du reinleuchten. Dieser Kunststoffpimmel geht von hinten an die Lichtmaschine. Lichtmaschinenkühlung, ja. Im Ernst? Ja, weil alles so eng ist. Haben die Lack gesoffen? Nein. Lichtmaschinenkühlung. Weißt du, die ganze Karre überhitzt, aber die Lichtmaschine ist kalt. Ja, bei Max V8 ist die Lichtmaschine wassergekühlt. Ne? Ich pelle mir gleich ein Ei. Ja, hallo, du hast ölgefüllte Motorlager in deinem Volvo. Ja, ja. Das wird auch immer schlimmer, die Scheiße. Ja, aber eine Lichtmaschinenkühlung mit einem Plastikpömpel, der noch lose ist. Ja, Opel-Style. Ja. Ja, da müssen wir gucken, ob von oben irgendwie den Arm losgeschraubt wird. Wahrscheinlich muss ich jetzt dann erst die Lichtmaschine ausbauen. Den Spannarm von deinem Flachring, der ist im Weg. Wir kriegen die Verkleidung immer nicht raus. Ja, ja. Weil du kommst da. Es müssen runter. Der Flachriemenspanner. Ja, das ist Wasserpumpe. Wasserpumpenzahnrad und Öl- und Servopumpenzahnrad. Hammer. Ergänzung. Wenn dieser scheiß lose Plastikpömpel hier jetzt nicht wäre, der sollte, glaube ich, auch ausbauen. Dann käme ich von hier aus an die Schrauben. Der ist auch auszubauen, glaube ich, laut Anleitung. Bin ich mich nicht irre. Vielleicht solltest du erstmal die Anleitung lesen und uns sagen, was wir tun sollen, bevor wir hier auf blauen Dunst arbeiten. Die Anleitung habe ich ausgedruckt. Ihr könntet sie auch selber lesen. Wir schrauben, du liest. So. So. Mal klare Ansage hier. Junge, ey. Mal, ich kann so nicht arbeiten, ne? Solche Kunden. Die gehen ja gar nicht. Wir kriegen dann mal Geld dafür, ne? Wo ist der denn? Kann man den überhaupt ausbauen? Herr Junge, muss halt die Lichtmaschine ausbauen. Ja, ja, ja. Wobei die Lichtmaschine beim Vectra C zum Ausbauen musst du Antriebswelle ausbauen. Das ist auch so geil. Das ist da so komisch gesteckt. Wahrscheinlich musst du hier auch Antriebswelle ausbauen. Vordere Zahnriemenabdeckung aus- und abbauen. Hinweis. Vor dem Ausbau des Keilriemens Befestigungsschrauben der Riemenscheibe Kühlmittelpumpe und der Riemenscheibe Pumpe Hilfskraftlenkung lösen. Haben wir nicht gemacht, aber später. Ne? Ausbauen, abbauen. Keilriemen Spannrolle ausbauen. Siehe Arbeitsvorgang Keilriemen Spannrolle ausbauen. Haben wir mal. Riemenscheibe Kühlmittelpumpe 1 abbauen. Ja. Riemenscheibe Pumpe Hilfskraftlenkung 2 abbauen. Befestigungsschrauben 3 ausbauen. Vordere Zahnriemenabdeckung abnehmen. Hä? Die neue Ausführung der vorderen Zahnriemenabdeckung Befestigungsschraube 4 ausbauen. Was? Werkstatthandbuch Opel Vectra. Befestigungsschraube 4 ist? Ist da so eine kleine Nippel oben an der hinteren Brücke. Ja, haben wir ja nicht, die kannst du ja bewegen. Die habe ich raus. Dann sollte das losgehen. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben. Ja, dann ist das die neue Variante. Au, Brandscheibe. Ich lasse nochmal nur. Das Ding muss abgehen, lauter Werkstatthandbuch. Der Arm muss aber trotzdem ab. Ich bin der Meinung, wir müssen das Ding trotzdem abschrauben. Da sitzt die Schraube, da hinten. Da, ne? Ja. Da. Die habe ich raus. Raus.
raus, raus, raus. Und jetzt ist das eingekeilt hinter dem Arm für die Spannrolle. Wie gibt's bei dem Werkstatt an, wo nicht? Das wird sich bewegt, ist im Schrauber wahrscheinlich. Da und da, okay. Sind auch zu groß. 10er. Hä? Zu kleine für den Spanner. Ich probiere die 11er. Für 10 ist es. Ich meine, 11 ist sehr unwahrscheinlich, aber 11 passt. Hm. Ist sehr unwahrscheinlich, aber es passt. 10 plus Dreck ist was. Was ist das denn? So. Jetzt erklär du mir, wie ich die da hinten öffnen soll. Oh, wir waren erfolgreich an Spannroller rausgekriegt, aber richtig assig. Man hat eh nichts gesehen, das haben wir nicht gefilmt. Also wir müssen das Lüftungsrohr von der Lichtmaschine abreißen. Diese Tüte hier, dieser Schläuche, war das was sich sehr schwierig gestaltet. Ja. Und dann von unten sitzt das so da drin. Ja. Bist du sicher, dass du auch die richtige Richtung filmst? Weil du filmst war ich auch gerade, du hast mein Gesicht gefilmt. Ja. Die Schrauben sind extrem beschissen zugänglich, um das Ganze abzunehmen. Ja. Was erforderlich ist, um die Verkleidung hier abzunehmen, weil die abgewinkelt so hier hinter sitzt. Genau, deswegen war jetzt ein bisschen nervig. Ja. Jetzt sind wir soweit, wir können hoffentlich die Verkleidung abnehmen. Mal gucken. Ich teste das jetzt mal direkt. Ach, guck mal, spielen! Hey, Rock you! Ja. Da bau wieder drauf. Im Prinzip diese Abwinkelung ja, genau. Hier. Hier, da sieht man ja noch die Spur, hier liegt das ja vor. Genau, das, da, guck mal, das ist sogar, hat schon mal einer versucht. Ja. So, hier gewalttätig. Ja, waren wir gerade. Nein. Nee, ich hab nichts knacken gehört. So, jetzt müssen wir die Ringscheibe abschrauben und alles auf OT stellen. Ergibt Sinn. So, also. Das geht wohl hoffentlich von der Radseite. Also wieder, ja, also wieder nach oben. Nehmen wir Werkzeug gerade. Die Nuss, genau, der Rest kann drin bleiben. Wir haben ja noch eine Magnetscheibe. So. Gucke. Scheibe jetzt durchdrehen und auf OT stellen? Ja, laut Anleitung schon. Ja, aber du musst sie runternehmen und darunter ist die Markierung. Das Fahrzeug wird nämlich. Dort kriegst du auch eine Zahnräder. Der Motor wird nämlich immer nur unten gedreht. Du sollst oben nicht an OT drehen. Das ist mir schon klar, aber ich kann jetzt besser an der Riemenscheibe auf OT stellen, nur du siehst die Markierung nicht, oder was? Ja, nein, darunter sitzt ein kleineres Rad. Ja, weiß ich. Mit der Schraube. Du musst die klein jetzt lösen und die abnehmen. Ach so, das Innere bleibt bestehen. Genau, ja. Der Innere bleibt bestehen, nur die Äußeren. Die haben doch die Pfanne am Glühen. Also einmal gegenhalten in der Mitte und mit der kleinen außen, das ist wieder Torx. Ja. Alles okay, ist. Jetzt hier nur Adaption. Darf ich mal eine Werkzeug fahren? Ja, ich gehe pinkeln. Ja, danke. Jetzt hat er mal was Sinnvolles gemacht. Jetzt kann ich mal was. Toll, jetzt sehe ich schon die Kommentator-Video. Das ist nicht immer der Marker. Auch wieder kleine, ja? Ja. Die Grundwehr. Müsste jetzt nach Adam Riese das sein, korrekt. Dann kann ich aber auch direkt mit Adapter, sonst ist mir der zu lang. Gucken, ob die so losgehen, auch mal gegenhalten hast. Gut. Besonders fest ist der nicht? Die werden auch nicht festgetreten. Nee, das denke ich mir. Hast halt Risiko, dass du den nicht mehr loskriegst und runter machst, wird klein. Ich dachte mir, das beinahe. Klein Torxis. Ja, kannst du da was. Da liegen wir mal erstmal runter und gucken, ob der vielleicht doch so geht. Ja. Nee, da musst du nachhelfen. Ja, kriegt man eben einen kleinen Teacher. Einen kleinen Teacher. Knackt.
mehr. Da liegen auch noch Kabel hinter. Ist angerostet, ja, wahrscheinlich. Kohlensensor. Er wehrt sich. Zähmte Widerspenstige. So. Das ist das Spezialwerkzeug. Solcher weiß Arretierung, also hier Arretierung Kurbelwelle, Arretierung Nockenwelle. Da ist die Lehre zum Prüfen nachher, ob alles richtig sitzt. Das glaube ich zum Durchdrehen des Motors. So. Was ist das hier? Schauen wir mal. Volle Spannung. Ob das klappt. Wollen wir erstmal kurz VLT stellen. Das untere Arretierwerkzeug für Kurbelwelle ansetzen. Mhm. Sitzt das jetzt? Du hast ja an der Seite so Abflachung. Ja, da sitze ich dran. Ja, und dann die Schraube da in ein Loch. Dann drehe ich mir aber gerade einen Wolf. Jetzt komme ich nicht mehr weiter. Ja, dann hat er jetzt gepackt. Das weiß ich aber noch nicht. Okay, ich leuchte mal eben von oben, wie das Ärmchen sitzt. Kurz vor OT sind wir. Oh, der ist weit entfernt, der Arm. Der ist weit entfernt. So, und dann drehen wir den jetzt. Soll ich gucken? Ja, tu mal. Ich mach langer. Ja. Ja, weiter. Ja. Der sitzt nicht richtig. Das untere Werkzeug sitzt nicht richtig. Warum? Weil es nicht richtig drauf sitzt. Gut. Moment, bitte. Du musst halt nochmal zurückdrehen, Gerd. Na, warte. Ich muss ja mal von oben gucken. Ob dein Ärmchen jetzt richtig davor sitzt? Nee. In meinen Augen nicht. Und das sitzt auch nicht richtig da. Aha. Sehr skurril. Sehr skurril. Immer schon, dass der wirklich plan anliegt. Oder? Kannst du nicht wirklich weit reindrehen, das Ding hier, ne? Hm. Das muss ich mal eben mit nach oben nehmen. So, aber in meinen Augen liegt das hier nicht richtig an. Guck dir das selbst mal hier oben hin. Ja, es liegt oben nicht an, aber das ist das Werkzeug wahrscheinlich. Ich weiß nicht. In der Anleitung lag es hundertprozentig an. Ja, das ist ein besseres Werkzeug. Das hier ist von BGS. Keine Ahnung, vielleicht ist das nicht 100 Pro. Der liegt nämlich nur unten an und das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht muss man Rad der Wasserpumpe nachdrehen. Falls ihr euch was einfällt. Ja, grün war vorne, ne? Grün war die Vorderung, natürlich. Ja. Ich wollte nämlich jetzt nochmal testen, ob es denn jetzt. Ja, wir müssen jetzt die Kabel reinmachen, aber wenn das nicht geben müsste, welche Rolle war das da unten, die, ne? Diese, ja. Na, Adam Riese.
Guck mal, ob der da reinpasst, den roten. Dann kann ich schon mal da reinstecken. Dann ist der ja schon mal safe. War lang oben oder? Unten. Ja. Ja, der passt. Spiele. Dann ist mal drin. Das so, ist schon demnach müsste ich hier auch mit Nase nach unten. Aber du siehst ja, ne? Ja, ein halber Zahn oder was weiß ich was. Komisch. Ja, wobei es jetzt hier im Moment, nee, das hier muss nach hinten. Dieses Nockenwellenrad, wenn ich das richtig sehe, wie der Lichtstrahl da durch, schlecht zu sehen. Moment, wir haben doch hier mit Sicherheit. Ne, also wenn ich jetzt hier fluchtig zu der Zahnriemenabdeckung bin, ne, ja, stehe ich da nicht über der Markierung. Muss das. Also passt auf jeden Fall, das kann man so auf den Kopf stellen. Ja, so, also dann lass uns mal die Spannrolle lösen und verdrehen. Du, an den Sechskant kann man ja verdrehen. Und gucken, ob wir das da reingehen. An dem Sechskant. Ja. Was ist das? 30er? Ne, da gehst du einfach mit einer Wasserpumpenzange rein. Zu groß. Die Schraube in der Mitte müssen wir gleich lösen. Ja, genau. Das ist drin. Nein, das passt. Nehmen wir den. Keine Ahnung. Meinst du die Torx lösen? Ja, sonst kannst du glaube ich nicht verdrehen. Sonst wird die sich ja mal wieder von selbst verdrehen. Denke ich mal, oder? Geht nicht, ne? In welche Richtung verdrehen? Lösen oder was? Ja, nach rechts. Nach rechts, das, also festziehend. Ja. Nee, du musst die. Die kleine Torx lösen, ne? So, das müsste dann. Ja, machen wir den neuen Zahnriemen drauf, dann lösen wir die Wasserpumpe, lassen halt Wasser raus und. Ja, dann hoffe ich, dass ich hinten die. Weil jetzt kommen wir schön ran. Dass ich die Sensoren richtig habe. Ich meine, für hinten mache ich mir keinen Kopf. Nur hier der Sensor für ja, den. Und da fehlt noch den einer. Den kriege ich ja dann auch einfach getauscht. Ja, da fehlt eh noch einer, weil der hat ja zwei Lüfter. Da brauchst du zwei von den Sensoren. Ah. Und ich weiß nicht, ob der eine richtig ist. Der steht nämlich eigentlich weg gerade und so, aber der soll wohl passen, aber kann sein, dass das Steckergröße falsch ist. Ich hab nicht. Diese Unordnung hier. Ich will da was ins Regal gelegt. Ja, also nicht. Hab ich irgendwo in der Tasche gesteckt, wo es nicht hingehört? Wer hat's geklaut? Ja. Materie vergeht nicht. Nein. Beim Vectra hast du mehr Platz, beim Vectra hast du hier vorne. Ja, der ist auch breiter. Ja, jetzt hat sie sich verdreht nach rechts. Sie hat es gerade gesehen, ja, ja, wie die nach rechts gerutscht ist. Jetzt können wir mal gucken, ob wir den reinkriegen. Das Arretierwerkzeug. Ja, jetzt geht's. Spielen. Ja. Und wenn du jetzt mal die Markierung guckst, rechts, die steht jetzt super. Siehst du? Ja, da jetzt, guck einer, schau. Das hat sich irgendwie. Jetzt muss ich das wieder festziehen, ne? Nö, die kommen jetzt alle raus. Jetzt können wir den Riemen abnehmen. Ach ja. Jetzt die hier. Das meinte ich. Ne, warum? Die kommen ja neu, die Rollen. Hast du alle Rollen neu? Ich habe die Rollen immer das Komplettkit gekauft. Also wenn, dann müssten die alle neu sein. Ja, pack mal aus. Pack mal aus, welche wir haben. Ja. Bevor wir irgendwann abschrauben, was nicht da ist. Du hast ja, das ist, nein, das wollen wir nicht, das ist Zahnriemen brauchen wir. Da können wir auch direkt gucken, welches Set wir brauchen, du hast zwei, ne? Ja. Also wenn einer noch ein Zahnriemen-Set braucht, wir werden gleich rausfinden, welches wir überhaben. Überhaben. Das ist der Riemen. Können wir mal nachher gucken, ob beide Riemen gleich sind. CT884, richtig, hier, ja? Ist der große Klops. Und hier ist eine kleine Dings, eine Rolle. Der Schwertemontage. Der Schwertemund und der 99er ist genauso aufgebaut. Die beiden haben wir, ja, sind alle da, die Rollen. Das sind die beiden, die sind an einen dran, siehst du? Ja. Ist jetzt nur die Frage. Ja, da muss ich ja noch
Kommen wir da so dran oder muss ich da noch die... Wo ist denn dann der Unterschied, Markus? Ja, ich zeig dir den anderen eben. Dann zeig mal den anderen, dann gucken wir jetzt mal, welcher jetzt anders ist. Laut Motornummer und laut Fernstellnummer wäre er hier das, wie ich den aufkriege. Ja, dann nehmen wir den da. Ja, oben. Ja, dann ist er raus. Rolle. Was ist die einzelne Rolle? Rollenklumpatsch. Wo ist jetzt da der Unterschied? Angeblich soll der Unterschied sein. Hey, guck mal, wo ist jetzt der Unterschied? Das ist der aus dem neuen Kit, aus dem anderen Kit, und das ist der, der angeblich passen soll. 24, 44, 97, 76, 24, 44, 97, 76, das ist schon mal das gleiche alles. Die Rolle haben wir. 33, 70, 25, 33, 70, 25, die Bezeichnung ist auch ident. 01. Hier ist tatsächlich was anderes reingedruckt, aber das hat jetzt erstmal so nichts zu sagen. Ach, leg mal hin. Ich gebe mir jetzt gleich was. Die ist anders gegossen. Hier dieses kleine. Ja, der ist nur ein bisschen anders. Ja. Ah, lass mal gucken, welchen wir da haben. Du bist ja normalerweise, wie gesagt, der ist. Angeblich sollte eben die Führung ganz anders sein, laut Uwe. Moment. Wir legen jetzt mal die Scheiße so übereinander hier. Die Anordnung der Rollen ist anders. Siehst du das? Ich habe jetzt die Löcher zur Befestigung alles übereinander und die Rollen sind anders angeordnet. Die Rollen sind tiefer und höher. Ja, dann bauen wir das da außen links. Ja, dann machen wir das so. Ne? Ich leg den Zettel hier drauf. Yes. Eine Kette. So, jetzt müssen wir hier lösen zum Entspannen. Die lass mal. Die fallen nicht raus, so ich hoffe. Die Schraube lösen und mit dem. Die 13er, Imbus, ja? Genau, mit dem Imbus entspannen. So, wir haben übrigens die Anleitung von Conti uns angeguckt, das kann man ja auch mal sagen. Ja, da spricht ja nichts gegen. Da war schon einer. Ja, ich muss die Dinger eben hier weglegen. Ja. Und sonst kommen wir nicht zu. Du weißt, Markus, welcher war, ne? Die hast du mir zuerst gegeben. Ja, das ist dann die 884er, die alte. 884. Mit dem Aufkleber ist. Ist alter Satz. So. Tue ich jetzt mal auf den Karton. Ja, damit wir nicht durcheinander kommen. So, passt dann auch mal die Selfkits sind 2,5er V6. Ja, ist 2,5er V6, alles zu zählen. Nein, 3,2er V6 ist auch dieselbe Kit. Nein. 2,5er 3,0er. Alles falsch. Meine ich. Rollen, müsste man gucken. Ich weiß nicht, wie es mit dem 2,6er 3,2er ist. Müsste man nachgucken, ob der auch dieselben Kits hat. Aber wenn, du hast dann eh wieder nur den neuen, den ich dann hab. Du wirst nicht was Älteres haben. Leute, die in Omega fahren wollen, weg, die werden da eventuell Glück mit haben. Ja gut, dann kannst du dann wieder bei eBay Kleinanzeigen reinsetzen. Ja. Das hätte ich ja eh nah. Da muss nur angelöst werden. Oder halt einen noch älteren Vectra BV6. Gerade runtergesprungen. Ja. Ja, das hat gerade einen Satz gemacht. So, das heißt, müsst ihr jetzt eigentlich alles... Ne, die müssen wir da mit den... mit dem Inbus. Entspannen und runter, ne. So, welchen haben wir denn da? Lass mal gucken, keine Ahnung. Okay, den müssten wir aber haben. Nein. Ja, ist gut, dann nehmen wir den. Guck mal eben, wo waren sie da? Das muss ich ja an der Anleitung von Conti bemängeln, die schreiben ja nicht welchen. Das machen die alle nicht. Auch Opel. Wie gesagt, Werkstatthandbuch Opel. Demontieren sie, montieren sie... Machen Sie dies, machen Sie das. Da wird schön lange dafür genommen. Da wird nicht gesagt, welche Schraube das ist, wie groß die ist. Du hast sie selber suchen. Nee, an der Seite. Du musst sie mit verdrehen. Du musst irgendwo ein Loch an der Seite sehen. Ja. Wobei, du kannst auch per Hand schon fast drehen. Das ist spannend. So, genau. Das kannst du doch von Hand machen. Ja, wollte ich gerade sagen. Hallo? Was lässt du mich da fummeln und schrieben? Das ist doch. Werkzeug suchen. Ja. Machen wir Motor an, dann geht's einfach ab. Ja, eben gut. Dann fällt's von alleine. Irgendwie mit einer Hand geht's nicht. Das, der leitet die Kamera ab. Okay. Mach dir doch so ein Tragegurt für die Birne. Ich nehm die mal ein.
Also da. Wart ihr nicht mal irgendwie hier oben? Die wollen auch noch mitmachen. Ich würde sagen, wir rollen jetzt alle Wetzel. Wir wetzen jetzt alle Rollen erstmal und dann gucken wir uns an, wie wir da zusammenbauen. Nicht wahr, ne? Ja, ein Bild. Gleich wieder dick. Oh, ist sie da? Ist der rissig? Nö, da ist nichts rissig. Meist bei Zahnen kannst du auf Rückseite mal gut sehen, ob die rissig sind, wenn die. Nee, das sieht schön aus. Ich glaube, die hättest du noch fahren können. Ja. Nein, aber ich weiß, was du meinst. So, ist so ein original GM-Gürtel. Gürtel, sage ich, Riemen. 928-500. Bla, bla, ja, der wird eine ganz andere Nummer haben. Also, ja. Das brauchst du nicht vergleichen. Aber ihr müsst ja nochmal eine Länge und so ein Gedöns draufstehen. Ja, ne? Schon 220 Zähne, meine ich, und noch irgendwie ein paar Tote. Zahlen müssen wir bei den Kids gleich. Ne? Ja, ja. Oh. Und diese Strichmarkierungen sind eben. Ist die Laufrichtung und zwei Striche ist. Genau, der ist laufbestandsgebunden. Das heißt also eigentlich auch so rum, ne? Genau, das Kurbelwelle. Dreht ja so, oder? Ja, genau. Ja, wollte ich sagen. Und die anderen sind. Und zwei Striche nehmen dann das Kurbelwelle, die wenigen Einzelstriche sind noch eine Welle. Genau, und die müssen dann auch fluchten. Hier ist die Kurbelwelle. So, dann. Ja, das ist nämlich weshalb empfehlen wird, nimm Conti das bei dir, nimm vernünftig markieren. Ja, Conti würde ich immer kaufen als Riemen. Der kostet zwar 10 Euro mehr, aber dafür hast du. Oh, 10 Euro. Ja, besser als einen 500 Euro Gebrauchtmotor kaputt zu machen. Du fährst einen V6, ne? Also, ja, wie gesagt, mit der Laufleistung. Wenn da 10 Euro ja. Jetzt. Ja, eben, genau das ist mein Gedanke. Und deshalb verstehe ich auch die Leute nicht, so, die da dann überall dran. So, den können wir jetzt der erste Rollen ab. Ja. Erste Rollen. Erstmal die hier, um zu gucken, welche das ist. Ja, pass auf, dann tunnest du Finger weg, das müsste hier Jenne sein. Und da. Und Jenne. Ne, die hier drin. Da. Ach, da ist sie, ja, genau. Ne, da sitzt auch noch eine. Ja, da, drei Stück. Weil die Rollen sind noch super. Da ist kein Spiernetz drin. Du hörst gar nicht. Die hat sogar noch Gegendruck, also die Lage ist. Das Einzige, was der Daniel mir auch gesagt hat, ist irgendwie die Rolle auf der Wasserpumpe oder auf der Lichtmaschine, die wird ein bisschen jaulen, deshalb. Kamera weggefahren. Das ist schon deutlich größer. Dann lass sie da jaulen. Ja, Signum jault auch hier. Jetzt muss ich mal gucken. Ja. Jetzt will ich ja Zahn im Flachen ja auch machen. Ja, und die Pedale quietschen, muss ich mal ölen. Alter, das ist der Kupplungsbezug. Ja, oder das. Der quietscht. Der muss. Der hat aber wieder. Ja, trotzdem, der hat den, die Kupplungspedal. Die Kupplungspedal ist das. Ja. Die muss ich dann. Weil das gleiche Problem hatte ich beim Corsa auch. Da hat er immer. Machte beim Treten. Und kaum, dass ich da einen gebrauchten, den ich. Ja, den hatten wir doch noch mit, zusammen. Mit WD-40 ja, durchgeblasen ja. Und gereinigt und dann Sprühfett rein und schon immer butterweich. Ja, bei Gas- und Kupplungszug wird dann auch gesagt, dass wenn die quietschen, das ein Zeichen ist, dass der halt bald reißen würde. Ja, habe ich mal irgendwo gehört. Ja, wenn du da nichts daran tust, dann sind die irgendwann. Hast du Drehmoment? Ah, du kannst eh kein Drehmoment, dass du da ansetzen. Doch, kannst du. Können wir. Hast und du Drehmoment-Werte für die? Ja. Gut. Habe ich aus dem Werkstattanbuch. Alle drei Momentwerte von der Maschine. Raussuchen, von dem Gedöns hier, von diesem großen Apparat mit den zwei Rollen. Und von der kleinen da. Und da wir die noch nicht festziehen können, weil wir erstmal spannen müssen. Erstmal von dem großen Apparat. Auch kleine Schrauben. Auch wieder ganz kurze Schrauben. Das ist der Papierhaufen. Ja. Da ist jemals ein Zahnriemen am Vorsatz, hätte ich auch nicht gedacht. Haben immer alle gesagt, oh nein. Ja, ganz schlimm. Aber eigentlich, wenn du das in aller Ruhe machst, das Werkzeug hast. Oder wie Taiyan. Das A und O ist das Werkzeug. Damit steht und fällt das. Kannst du ja machen wie Taiyan beim 2-2er. Da musst du für die Nockenwellen ja auch so ein Werkzeug eigentlich kaufen, hat sie das Holz geschnitten. Ja. Hat funktioniert, der Motor läuft, der Wagen ist ja verkauft, der fährt da irgendwo rum. Ja, stimmt. Hat er den verkauft? Ja, der fährt ja Astra J. Ja, und Ascona C-Cabrio, der hat ja. Ja, das weiß ich auch. Das habe ich schon öfter gesehen als du, denke ich. Ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Ja, ich auch. Ja. Ich kenne das. Es ist pink. Nein, ist es nicht. Ach, ich dachte, das wäre. War jetzt im Test, ne, ob ich jetzt schon gesehen habe. Naja, es ist Silber. Das stimmt. Also, ich vergleiche erstmal, welches das ist.
Es ist auch Silber. Das Ding wenigstens ist einfach. Es hat zwei Rollen. Der Kopf ist so klein. Moment, das war hier einer von den Schrauben. Von da. So. Das sieht schon mal ganz verdächtig gut aus, ne? Ist doch der alte? Ja. Jetzt nehmen wir noch den anderen Testphase raus. Wie das von hinten, ne? Gut, dass ich beide habe, nämlich glaubt an Gauwesse. Andersrum. Ich sehe es auch gerade. Ne, ist definitiv genau der andere. Es ja. Ist dieses. Der alte. Ich guck mal, ob der neue nicht mal ein 3-2er passt. Weil kann ja, komm mal benutzen. Gucken, dann kannst du mir abkaufen. Ja. Schenkst du? Ich wollte gerade sagen, kaufen. Wo lag Bus? Der neue war hier, der hier. Ja, genau. Ja, korrekt. Dann packe ich das mal alles ein und dran weg. Zahnriemen, Spannrolle am Halter oder Umlenkrolle? Der ganze Halter. Zahnriemen.